bin jemand, der gerne in der zweiten Reihe steht. Ich lasse mein Team laufen, ich habe meine Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Ich weiß, was ich aus denen rauskitzeln kann und das sieht man auch bei uns im Laden. Ob es die Kreativität ist, die wir an den Theken haben oder eben jetzt auch in den Aufbauten, im Obstgemüse. Ja, und das ist das, was wir fordern, was wir wollen. Und somit kommt auch das Gemeinschaftsgefühl, dass die einfach auch was machen dürfen. Und das können sie bei uns und bei mir und das überrascht mich immer wieder, ja. Also wir setzen auf unsere fast 3000 Kunden jeden Tag und versuchen, die mit unseren Ideen anzuregen und zum Nachdenken zu bewegen. Ja, so haben wir zum Beispiel das Thema natürlich Ostereier färben oder wir weisen auch mal darauf hin, was es mit dem Honig aus der Region auf sich hat. Das bewegt uns, das bewegt meine Mitarbeiter. Wir haben viele Mütter und Väter hier bei uns im Haus und das sind Themen, die bringen die mit und sagen, echt, das probiere ich zu Hause und machen wir so. So, das soziale Engagement ist uns sehr wichtig. Um nur ein Beispiel zu nennen, so unterstützen wir die Jugendmannschaft aus unserem Ort wöchentlich zu den Spielen. Pausenversorgung, die Pausensnacks und die holen die sich regelmäßig bei uns ab. Wir sind ein sehr regional aufgestelltes Haus. Ja? Wir haben 38 regionale Lieferanten und ja, unser Kunde legt da Wert drauf, auch unsere Mitarbeiter wollen das. Und so kommen die auch mit Ideen und sagen, können wir den mal mit melden, können wir den mit listen lassen, auch diese Themen kommen bei uns mit auf den Tisch. Wir sind natürlich flexibler, als alle denken, ja? Und können schon unseren Weg dort gehen. Ich fasse öfter mal auch an der Fischtheke mit an, zum Beispiel bei unseren Fischbrötchen. Ich muss dazu sagen, wir haben dieses Jahr über 38.000 Fischbrötchen hergestellt und sind damit auf Platz 1 in der Kauflandwelt von über 160 Fischtheken. Natürlich ist das Thema Ausbildung heute ganz anders, als es vielleicht zu meiner Zeit damals war. Ja, aber es ist auch interessant, es macht Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Die Leute müssen anders abgeholt werden. Es ist viel mehr mit Gesprächen verbunden. Mein Sohn ist im selben Alter, das heißt, ich kann mich da reindenken und weiß, was zu Hause ist und dementsprechend gehe ich auch hier ran. Ja, wir haben viele Mädels, wir sind nur 5 Jungs. Ich hätte gern viel mehr Männer in meinem Laden, tatsächlich. Die wir haben, sind top.